Geht ab Pokémon Party, wir sind hier wieder bei dem Breeballer Store und heute dreht sich alles nur um Fußball und um Sportkarten. Dann ist sie heute hier. Topzeit. Ich sag nur, es geht hier gleich ab und was wir gleich alles sehen und wen wir alles gleich treffen, sehen wir jetzt. Let's go. Chance. Ja. Also als erstes, jeder, der hier reinkommt und fragt, Kiki, wie fängt man an? Ich frage erstmal, was ist dein Lieblingsspiel oder Lieblingsverein? Da fängt schon an. Wenn du ein Kölner Jung bist, dann magst du natürlich die Bundesliga-Produkte oder auch die anderen Sachen, ja. wo man mit denen noch mehr Bezug hat. Wenn man jetzt Manchester City mag, gehst du auf Haaland, du gehst auf die englischen Ligen, ja. du gehst auf Champions League-Formate. Das heißt, man kann das schon ein bisschen ausschließen, wohin will die Sammlung hingehen. Und einfach mal schon mal definieren, wen mag man am meisten. Mein Spieler immer war Kobe Bryant, mein Basketballspieler. Ich kenne Kobe Bryant. Ne? Und Kobe war meine Idol seit 97 und ich habe meine Sammlung so ausgelegt, dass ich jede Karte von ihnen haben wollte. Heute gibt es Sammler, die wollen jede Karte haben oder eine Unterschriftkarte oder eine Trikotkarte. Jeder Sammler hat einen anderen Ausgangspunkt, wie er starten will und wo er enden will. Du hast aber dann dich nicht jetzt... Kobe Bryant nur alleine, hast du auch von Lakers sonst irgendwie oder hast du dich dann nur fixiert auf deinen Lieblingsspieler? Schon, also es fing an mit Kobe Bryant, es hat geendet mit Kobe Bryant. Zwischendurch, weil es mir nicht immer möglich war, jede einzelne Karte von Kobe zu kriegen, die waren zu teuer oder zu selten, habe ich dann auch nach Shaquille O'Neal, nach Michael Jordan Karten gesucht. Ich habe dann auch ausgeweitet, jetzt auch ein bisschen Luka Modric, Jude Bellingham, jeder Spieler, der mir gefällt. Was wäre denn jetzt so eine... Stephen Curry, was wäre der wert? Also die teuerste Stephen Curry-Karte liegt irgendwo abseits von 2 Millionen. Oh, was? Müssen wir nochmal sparen, wa? Ja, ja. Also gerade so Stephen Curry gehört zu den beliebtesten Sportlern in Amerika. Ja, dann haben wir nicht unterschrieben. Das geht schlecht, lass uns mal vor. Weil das ist ein Status, wie so eine Mona Lisa. Darf ich dich eine Frage stellen? Was denkst du, wie viel hat diese Karte wert? Die ist ganz kaputt um meinen Hals liegen. Das ist ein Baseballspieler namens Mickey Mantle für die New York Yankees. Wir reden über die allererste Top-Serie vom Jahr 1952, die hier auf den Markt gekommen ist. Also extrem schwer zu sagen. Und die weltweit bekannteste Marke ist Tatsache, diese hier, die heißt PSA und die ist in Kalifornien angesiedelt. Gibt es auch in Deutschland was? Gibt es auch. In Deutschland gibt es auch sehr, sehr viele renommierte Firmen, genau wie Gold Standard Grading zum Beispiel, die sich auch damit befassen, jeden Tag Karten begutachten zu lassen und dann auch wirklich laut deren Einschätzung zu sagen, wie ist der Zustand der Karte. Aber da musst du hin. Das geht nicht. Je nach Wert der Karte würde ich auch immer bevorzugen hinzufahren, aber heute auf dem Postweg kannst du auch alles innerhalb von ein, zwei Tagen regeln. Ja. Wir haben natürlich eine 60 Jahre Bundesliga-Box, wo Litti natürlich auch mit drin ist. Also wenn man Glück hat, gibt es vielleicht direkt On-Card-Auto hier mit der frischen 60 Jahre Box. Zusätzlich haben wir das aktuelle Trikot vom FC dabei. Dann wahrscheinlich auch mit Unterschrift. Wer möchte ja! Genau. Und ja, dann würde ich sagen, darfst du einmal in die große Tonne greifen und einen glücklichen Gewinner ziehen. Was verlosen wir als erstes? Was verlosen wir als erstes? Der Gewinner kriegt beides. Ah, okay. Und darf die Box dann mit dir zusammen öffnen, Kiki oder Ivan? Ja, ich glaube, Ivan wollte zusammen breaken. Ja. Okay, also jetzt ist nur einer happy, die anderen sind traurig, aber das hilft ja nichts. Ne? Okay, dann gucken wir mal rein hier. Die Losnummer beginnt mit einer 1. Und alle. Alle? Ja. Der zweite auch nochmal eine 1. Ich würde mal sagen, die keine 2 Einsen haben, die können schon mal ein Stück zurückgehen. Macht mal Platz für den Sieger. Danach kommt eine 0.
1-1-0. Hat das noch einer? 1-1-0 hat noch jemand? Ja, dann sag mal deine letzte Ziffer. 9. Leider nicht. Noch welche? 1-1-0 und die letzte Ziffer. Hab ich die vier? Hat sonst keiner 1-1-0? Kann das sein? Draußen. Muss ich nochmal reinpacken. Also, der Gewinner dieser schönen 60 Jahre Bundesliga-Box ist 1-1-0-1. So, ja, höre ich kein Jubel? Das ist mein Autozeichen. Wie ist denn das, wenn sich jetzt keiner meldet? Ja, wir warten noch mal 5 Minuten. Ah, super, super. 1-1-0-1! Komm her hier, Hi. Guck mal hier, zeig's mal hier. Komm, wir zeigen's mal hier in die Kamera. Und hier ist die Box, Junge. Guck dir das mal an. Stark. So, komm, wir beide hier nochmal. So. Kommst du mit rauf? Ja. Komm mit rauf. Hey, pass auf. Wow, warte, und dann. Ich halte das mal. Ich würde ja mal gern mit reingucken, wenn du die aufmachst. Ja, gerne. Ja? Können wir gleich machen. Ja, wunderbar. Wo soll man hier oben hinschreiben, oder was? Wo ist denn? Du kannst das bestimmen. Alles schön groß. Ja. Stark. So. Wow. Erstmal gratuliere. Komm, wir machen das Ding jetzt auf hier. Da bin ich jetzt heiß drauf. Okay, dann machen wir direkt auf. Ich muss dir eine Karte zeigen, die man hier rauskriegen könnte, die wir dann Tag 1 seit dem Produkt im Laden haben und die jeder haben will. Nimm mal die Karte bitte aus meiner Hand hier vorne. Das ist nämlich eine Karte von dir und Podolski unterschrieben, die man in diesem Produkt kriegen kann. Wir haben die hier als Ausstellungsstück im Laden. War dir bewusst, dass du eine Karte hast mit Podolski unterschrieben? Nee, genial, also. Genial, ja. Wer hat das unterschrieben? Ich habe. Meine Unterschrift hat sich seit. Nein, angefangen, 18, rechne mal kurz hoch bis heute, ja, 46 Jahre. Lange. Nicht verändert. Ja. Nicht verändert, das ist auch. Also das ist wirklich eine Rarität. Rarität und eine große Ehre, du, mit Polly als zusammen. Und ich habe ja, gut, das ist ja unfair früher, aber ich habe dann immer ein paar, habe ich direkt immer weggelegt, wo ich gesagt habe, gut, die gucke ich mir später an. Okay, also, wir haben jetzt hier. Andersrum, also ich fange mal an hier. Ich würde jetzt sagen, De Bruyne, würde ich sagen, nicht so schlecht. Ja, guter Mann. Guter Mann, okay. Dann haben wir hier Kai Havertz, ich meine, jetzt sehe ich schon. nicht so, okay. Gut. Guter Spieler, Verein. Jochen Breyer, ja, Moderator, Kommentator. Und die finde ich eigentlich nicht schlecht. Breme Ballack. Sehr schön. Also ich würde sagen, ich würde die mal jetzt so ordnen. Breme Ballack, De Bruyne, dann Havertz und den Jochen machen wir zum Schluss. Das sind so, würde ich sagen, die. Jetzt mach du mal. Ja, mach du. Okay, also. Ich habe ja schon das Beste. Gündogan im Dortmund-Trikot. Der sieht so richtig schmal noch aus. Okay, was haben wir hier? Thiago, auch nicht, ist nicht mehr, ist out, ja? Okay, ja, was ist mit Alonso? Ja, ist sympathisch. Top Trainer. Ja, was ist denn, die Trainer laufen die auch einigermaßen? Ja, doch. Nee, ja, ich meine, er ist jetzt Meister geworden, auf jeden Fall. Ja. Duran will. Der wird, also. Der wird, ne? Der wird noch. Der wird noch. Lohnt sich das, die aufzuheben? Ja, grundsätzlich schon. Kiki? Duran will auch mal. Das ist auf jeden Fall ein Jungtalent und der hat die Zukunft offen. Das heißt, bei ihm, es gibt viele Sammler, die wirklich hier reinkommen und nach ihm fragen. Und heute habe ich erstmal ein Gespräch gehabt mit einem Dortmund-Fan, der gesagt hat, er gibt erstmal keine Karte von ihm weg. Er will die halten. Okay. Weil Dortmund auch ein großer Wert gewinnt. Wieder da sind. Dann bereitest du dich bitte auch noch auf andere Sachen vor, ja? Multitask, denk nochmal. Alles klar. Ja? Hat Chef gesagt. Mit der Kamera. Wie hat Chef gesagt? Hast du gesagt, Chef. Alles klar, wunderbar. Ich bin nur Kameramann hier. Ich habe hier nichts zu sagen hier.
Ja, aber das ist auch ganz wichtig, dass alt festgehalten wird. Ja? Also stimmt. Du musst wissen, dass du wichtig bist. Das stimmt. Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Community, schaut euch mal. Die werden hier gleich alle gerippt und verschenkt. Sponsor. Tops. Ihr wisst Bescheid. So, ja, wir gehen mal eine Runde. Hier werden Packs verschenkt. Ja, super, danke dir. Sehr nett. Behalten, weil öffnen und behalten wird nochmal für ein Spiel benötigt. Danke. Bitteschön. Danke, Steffi verteilt hier Bundesliga. Oh nein! Oh nein! Das bringt Glück, das ist top. Ich werde jetzt im Auge behalten. Das bekommt man nur hier bei Brewers bei Tops hier heute in Langenfeld. Booster umsonst, T-Shirt umsonst. Guck mal, was will man mehr? Dankeschön. Jetzt kommen hier alle rein hier. Die Karte, die werden noch im Spiel benötigt. Die haben wir doch hier drauf. Guck mal. Ja, nehmen. Guck mal. Das ist für ein Gewinnspiel, denk dran. Aufrufen. So, hier, ich hab noch mehr hier. Oh. Jeder, der reinkommt, bekommt hier einen Booster. Überragend. Und wie läuft das hier soweit? Super, oder? Super, ne? Sind die letzten. Sind die letzten. Die letzten. Ich geh mir auch noch weg. Reinspaziert, reinspaziert. Gratis Booster hier mitnehmen. Richtig danke. So. Sehr gerne. Dankeschön. Also. Was will man mehr? Was weg ist, ist weg. Hier, guck mal um die Ecke. Er ist immer noch da. Er ist immer noch da. Die Legende hier. Kölner Legende. Aber alle. Letztes Päckchen. Letztes Päckchen. Max? Letztes Päckchen. Ja, da haben wir es. Ivan, mein Freund, was hast du da unterschrieben? Da? Zeig mal. Ich war gestern bei eBay Kleinanzeigen, haben wir das Ding geholt. Littis Abschiedsspiel 93. By the way, der geht gerade. Und bin froh, dass ich das Ding unterschrieben habe von Pierre Lasky. History. Und das deutsche Fußball, die waren ja deutscher Meister, Weltmeister 1990. Da habe ich das Buch gestern in Kerpen gefunden, für 5er geschossen, unterschrieben von Lebarski. Da fehlt mir noch der Mattes drauf und dann haben wir die alle komplett. Aber Ivan, nimmst wann du kannst du lesen? Immer, ich gucke mir nur die Bilder an. Du. Ach so, ja, so geht's aber auch. Ist nicht einfach für mich, aber willst du machen, Junge? Zeig mal, mach mal auf. Guck dir an, du. Schöne Bilder von damals, immer History. Da musst du gar nicht lesen. Guck mal, da hat er den weggeflankt hier. Krass. Der Klinsmann, du guck dir da an, du. Hör mal, historisch. Sehr wild, sehr wild. Historisch, hör mal. Für Groß und Klein was dabei. Wisst ihr Bescheid? So, Community, rappenvoll hier, rappenvoll. Ich komme hier nicht mal hier durch. So voll ist das hier. Heute das geile Event von Tops. Hier kriegt man umsonst T-Shirts, umsonst Booster. Also, was will man mehr? Dann haben wir hier noch den Superstar und den Supergast hier, Don Katz. Ich breche hier einfach hier rein. Ist egal. Wie geht's dir, mein Freund? Rein. Mir geht's super. Und selbst? Und schon was getauscht? Na, heute noch nichts getauscht. Nur gekauft. Nur gekauft? Nur gekauft. Hast du was für mich? Was willst du von mir? Hast du was für mich? Ich habe nichts für dich heute. Ich habe heute leider hier, komm, hier. Ich gebe ihn jetzt hier. Tops, hier, komm. Komm, rip mal für uns jetzt hier. Wahnsinn. Auch nicht gehen die besser aus. Ey, Oma, bitte Musiala, bitte. Bitte Musiala. Musiala? Ja. Jetzt rippt mal hier was für uns. Die Zuschauer, die erwarten auch heute was. Ja. Pokémon-Account endlich mal ein bisschen Sport, ne? Wir machen heute alle, ob Sport oder. Wen haben wir denn hier? Wir haben da Glitzer. Wen haben wir Glitzer hier? Wen haben wir hier? Wen haben wir denn hier? Schofi Kaka. Oh. Legenden am Start. Legende. Egal, wir gehen eine Runde weiter. Ich wünsche noch viel Spaß. Ja, ich dir auch. Wohin gehst du noch? Ich gehe heute Abend noch. Ich mache ihn. Was? Nach Hause. Döner. Ein Döner geht immer. Ein Döner. Komm, wir gehen weiter hier rum. Da haben wir hier unseren Superstar hier hinten. Ach, hier. Wenn wir kurz unterbrechen. Einmal kurz umdrehen. Er hat hier diese Box gewonnen. Zeig mal, die Special Box.
gibt zum Beispiel hier das einmal die Special Box und das unterschriebene und Trikot. Trikot, Kölnischer Trikot hier. Mama. Und? Happy? Ja, mega. Alte Legende, das ist stark. Das ist schon echt krass. Dinge, die man so nicht mehr kaufen. Darf ich mal kurz haben? Ja klar, selbstverständlich. Das passt mir. Und das nehme ich jetzt auch mit. Bis später, ne? Nein. So, hier haben wir den Urgestein. Wie geht's dir, mein Freund? Wunderbar. Heute geht's mir sehr, sehr gut. Das freut mich. Und? Schon Autogramm geholt? Ja, habe ich. Ich muss auch noch Autogramm holen. Noch, dann geben wir mal hier ein bisschen. Unser Kameramann Mo auch am Start diesmal, nicht mein Bruder. Oh, da haben wir jetzt Kiki. Wir gehen mal kurz zu Kiki. Kiki, mein Freund, wie geht's dir? Warte, ich muss kurz an die Kasse. Er muss an der Kasse, wir dürfen ihn nicht stören. So, wir gehen jetzt mal noch ein bisschen weiter zurück. Ich kenne mich nicht gut aus, aber die sieht anständig aus. Sagen wir mal. Wen haben wir hier noch zum Rippen? Was haben wir hier noch zu rippen? So. So, jetzt haben wir hier noch einen. Hier, mein Freund, komm mal her. Hier, ripp mal für uns. Wer bist du denn? Valentin. Jetzt ripp mal hier was für uns. 4 Tops hier. Es ist Topzeit. Wir sind jetzt alle bereit. Was siehst du hier Schönes jetzt? Jack Butland. Okay. Dann noch Ben Davis. Okay. Oh, Bellingham. Jude Bellingham. Ist ja krass. Ja. Oh. Kylian Mbappé. Schaut mal. Kylian Mbappé. Krass. Ja. Hast du alles richtig gemacht, ne, mein Freund? Ja. Mo, komm. Wen haben wir noch hier? Den auch noch, einen alten Stein. David, mein Freund, wie geht's dir? Sehr gut. Wo treibst du dich eigentlich die ganze Zeit hier rum, ey? Ja, ey, mal hier, mal da. Ich seh dich ja gar nicht mehr hier. Oft genug bin ich hier. Ja, dann bin ich aber nicht da. Ja. Hier, komm, rip mal für uns mal was. Ich rip mal was. Komm, wir rum. Mach mal ein bisschen Werbung hier für Tops, oder? Ey, Tops Rip Night. Ja, hauen wisst ihr Bescheid. Ein bisschen was raus. Wir hauen hier was raus, hier. Kutscha! So. Wen haben wir denn da? Malik Tillmann. Kenn ich nicht. Kenn ich auch nicht. Ja, sieht nicht, läuft nicht gut. Ich bin auch hier Pokémon Party. Mit Fußball habe ich auch nicht so viel. Bologna. Wappen, ja. Oh. Oh, guck mal, hier haben wir da was. Oh, da haben wir Rodrigo. Rodrigo von Real Madrid. Nicht schlecht. Und Barcelona. Barcelona. Oh. Ah. Barcelona-Fan oder Madrid-Fan? Oh, ey. Da kann ich jetzt keine Antwort drauf geben, der eine Sohn ist Real Madrid und der andere Barca. Ah. Ich bin neutral. Zwar haben wir hier Köln-Legende da, aber ich bin und bleib Borussia Mönchengladbach treu. Ach, Scheiße. Jetzt hör auf, komm, ey. FC Bayern, Stern des Südens, ja, ey, er wird niemals untergehen. Bayern kann aber mein Cousin spielt da, Musiala. Ja. Guck mal. Ich brauche jetzt ein Foto eigentlich einblenden. Moment. So. Stimmt, ihr habt dasselbe Sixpack, ey, hab ich vergessen. Oh Mann, ey. Ja, jetzt, du bist jetzt, du bist aber wild heute hier unterwegs. Ja, immer. Ja, ich muss hier nur ein paar Booster verteilen. Echt? Ja. Arbeitest jetzt hier im Breedbrother-Store? Ich arbeite für Breedbrother, ich arbeite für Tops. Was willst du mal noch mehr? Ey. Ich hab's geschafft. Ich hab gedacht, du bist selbstständig. Was ist denn los? Ich habe kein Geld, bin pleite. Also, wisst ihr Bescheid, ne? Eine Spende für mich unten, ne? Mo, Aspel. Spende für den Mann. Jetzt Spende. Haut rein, Männer. Haut rein. Komm, weiter geht's. Mo, mein Freund. Unser Kameramann. Hier. Nein. Hier. Ja. Mach mal auf hier. Ah, das ist cool, da kann KSI drin sein. Ja, dann mach mal hier halt bitte mal was auf. Hier, mein Cousin. Musiala. Die habe ich jetzt geschenkt bekommen. Was? Danke, Carlos. Was? Danke. Danke. Ehrenmann. Nein. Die verschenke ich jetzt euch. Ich glaube das nicht. Nein. Die verschenke ich an euch, oder? Nein. Danke. Nein. Ja, okay, dann zeig mal, was du da hast jetzt. Wir haben Grease Trip. Okay. KSI. Und ich habe hinten eine Nummerierung gesehen, ganz hinten. Warte mal, wie soll ich das... Was für Nummerierung? Hinten ist was numbered. Und Good vs. Bad.
Und jetzt kommt was krasses, weil es ist numbered. Unterschrift. Unterschrift. Keine Ahnung, wer das ist, aber, keine Ahnung, aber man kennt ihn nicht. Zu 250. Sauber, Carlos. Jetzt hier, jetzt ja. Halt mal hier ein Mikrofon für mich fest. Ja. Hier. Ja. Jetzt mach wirklich mal was auf. Hier. Ach du Goldberg jetzt. Gold. Hier. Kann man da reinreden? Ja. Ah. Ja. Ah. Du bist mein neuer Kameramann. Jetzt ah. Pass mal auf. So. Jetzt haben wir, schauen wir mal hier. Wer ist das denn? Wer ist das? Werner? Max Verstappen. Nein, gibt's doch hier nicht. So, Naruto Uzumaki. So. Oh. Oh, hier. Oh. Schaut mal. Wer ist das? War das schon? Nein. Nein, nein. Oh. 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 Benzema? Benzema? Ist Benzema die... Ist er numbered? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Schreibt in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare. Ist da irgendwie ein Hit dabei? Schreibt in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare. Und Glocke aktivieren. Und aktiviert die Glocke, lasst ein Like da. Let's go. Und ja, Kommentar dir. Hey, ich sag nur eins, Freunde. Auswärtssieg. Auswärtssieg. Ah, gewonnen? Weil du verfolgst gar nichts. Nee, gar was redest du denn da? Hey, was redest du da? Was denn? Eintracht in Wolfsburg. Oh, hey, Kamera geht weiter. Kamera geht weiter. Oh, Auswärtssieg. Auswärtssieg. Yeah, man. Unser Frankfurter hier. Eintracht, natürlich. Ah, wen haben wir denn hier? Hi. Hi. Ja. So. Muss ich mich mal hier vorstellen hier? Schlag weiter. Ich hoffe, ihr habt noch alle. Stell ich mal hier mal vor hier. Hi, ich bin der Andreas von der Card Madness. Ihr wisst Bescheid hier. Ne? Haut rein. Haut rein, ihr Freunde. Das war's hier bei den Breeballers bei Tops. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst ein Like und wisst ihr Bescheid. Aktiviert die Glocke und damit sage ich nur ciao.